Obwohl ich eine Mechanik von... Wie viel jetzt mittlerweile habe? Mechanik von 6 plus dieser... plus dem Bonus. Finished. Hm. Kann ich die Falle da drüben wenigstens entfernen? Ich dachte eigentlich, ich könnte das jetzt mittlerweile mit 7 Mechanik. Finished. Ja, die konnte ich entfernen. Sehr gut. Hm? Dann entferne ich die das nächste Mal, wenn ich hier runterkomme. Weil mit Hauptquest fortfahren möchte ich jetzt eigentlich gerade im Augenblick immer noch nicht. Hm? So, wie viel Ghule hast du hier? Du hast 3 Wiedergänger nur. Hm. Das bedeutet, wenn wir dich umnatzen, dann dürften wir keine so großen Probleme haben. Zumal auch die Getränke und alles noch wirkt. Hast du mein Zauberbuch gefunden? Ich habe mit Mordrick gesprochen, er hat ein Zauberbuch nicht. Helix stürzt ein zischendes Geräusch der Frustration aus. Ein Witz ist nicht mehr lustig, wenn man ihn erklären muss, oder? Er reißt sich einige Haare aus dem Bart. Wenn du meinen Durst nach Rache nicht stillen kannst, musst du einen anderen Zweck dienen. Eine vertrocknete oder verkrümmte Zunge huscht über seine spröden Lippen. Ich fürchte, gemeinsam mit mir würde auch ein schlimmer Hunger geweckt. Okay. Du bretzest ihm gleich magische Geschosse ums Ohr. Du markierst ihn. Du wirkst ein Verbot auf ihn. Du das. Also deine Flammenklinge und du versuchst ihn umzuhauen. Wow, das hat sogar geklappt. Okay. Ihr könnt auch ruhig mithelfen. Okay, tote Wiedergänger. Was hattest du denn dabei? Ein Seelenhüter-Amulett. Ein gutes Zepter. Sein Zauberbuch. Also sein Zauberbuch. Und das gute Zepter und das Amulett. Eine Seele schleicht durch dein Bewusstsein. Wie ein Stelgier in einem Käfig. Sie ist voll wilder, rastloser Energie. Wer bist du? Du siehst vor deinem eisigen Auge das Bild einer Frau in einer schweren Lederrüstung, die mit 2 Dolchen bewaffnet ist. Neben mir steht ein Mann, jung und gut aussehend, der sie Rovina nennt. Die Vision wandelt sich, du siehst eine windgepeitschte Ebene neben einem See. 50 Männer und Frauen in identischer Lederkleidung liegen tot am Boden, ihre Körper durch irgendeine dunkle Zauberei gekrümmt und deformiert. Rovina fällt zwischen ihnen zu Boden, sie bricht neben dem jungen Mann zusammen, den du zuvor gesehen hast. Sie ist zu schwach, um zu sprechen, doch der Name Dalton erscheint in deinem Verstand. Also sind das hier Überreste von Rovinas Seele, die wir gefunden haben. Eine einsame Gestalt schreitet über das Schlachtfeld, ohne sich groß darum zu scheren, ob er auf die Leichen tritt. Seine Augen sind mit unnatürlichem Licht erfüllt und auf Rovina fixiert. Er steckt die Hand nach ihr aus und das letzte bisschen Leben, das noch in ihrem Körper verweilte, entweicht. Als er ihr das Amulett vom Hals nimmt, spürst du, dass ihre gepeinigte Seele darin gefangen ist. Mit einem letzten verächtlichen Blick auf den gefallenen Dalton verlässt der Mann das Schlachtfeld. Dalton hat mich geschickt, dich zu finden. Die Seele pulsiert vor Wärme, sie füllt deinen Verstand mit den Erinnerungen eines jungen Mannes, der sowohl kühn als auch großzügig ist. Dalton war also ein guter Anführer, würde ich sagen. Kühnheit und Großzügigkeit. Aber Zorn und Verzweiflung lagen an diesen Bildern, bis du nur noch kalte rote Wände spürst, die dich einengen. Und etwas Widerwärtiges, das sich an dir labt, während die Jahre zu Jahrzehnten werden. Was willst du? Du siehst, wie das Amulett in 1000 Stücke zerbricht und die darin enthaltene Seele aufsteigt und sich zwischen den Sternen auflöst. Leb wohl.
Ist das Amulett jetzt weg? Ja, ist es. Dann haben wir nur noch seine Robe. Hm. Haben wir sonst noch was Wertvolles hier? Ja, hätten wir. Dieser Tisch ist von einer grausigen Zusammenstellung rostiger Klingen geschmückt. Für verschiedene alchemistische Instrumente wurden Staub und Spinnenweben zur Seite gewischt. Sie sind zwar mit Staub und grobkörnigem Schmutz überzogen, wirken aber so, als seien sie erst jüngst benutzt worden. Die Weben waren niedergekritzelt und verstreuten Notizen beschreiben verschiedene Riten und Verfahren der Beseelung. Ah ja. Hm. So, und hier war irgendwo noch eine Kiste. Let's see what lies this way. Die gucken wir uns jetzt auch noch schnell an. Ein rampoliertes Medaillon. Was ist das? Macht plus 1. Macht das wirklich Macht plus 1? Merke ich nicht viel davon. Ja. Hm. Tja. Das war so viel das dazu. Dann können wir erstmal wieder hier raus. Und selbst die Map sieht richtig schick aus eigentlich. So. Edda, Durin, Zagrim, Alof. Fenris wird hier gar nicht angezeigt. Fenris rennt voraus. Ah, Fenris kann als Wolf schneller rennen als die anderen. Ah. Ich mag Fenris irgendwie. Fenris ist cool. Auch wenn er manchmal zu oft stirbt. Wäre wir vielleicht da besser gewesen. Aber nee, Fenris ist toll. So, dann geben wir dem anderen, dem alten Mann, vielleicht kann, weiß der was über das Amulett. Wenn nicht, wüsste ich nicht, was ich mit dem Ding anfangen soll. Ja. Der hat hier oben gewartet, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, da ist Dalton. Ah. Hagrim, sprich mal mit ihm. Seine müden Augen leuchten auf. Hast du sie gefunden? Ihm das Amulett zeigen. Ja, aber nicht wie du erwartet hast. Der alte Mann betrachtet das Amulett. Das hat Rowena immer getragen. Wo hast du es gefunden? Ihm das Amulett geben? Von deinem alten Widersacher Hellig. Er hat ihre Seele darin gefangen. Von Hellig. Er hat ihre Seele darin gefangen gehalten. Es ist an der Zeit, sie zu befreien. Geben wir mal das Amulett. Dalton wiegt das Amulett in beiden Händen und blickt es erstaunt und verwirrt an. Sie ist hier. Sie ist endlich wieder bei mir. Er hält es an seine Backe, als würde er hoffen, ihre Stimme zu hören oder ihre Liebkosung zu spüren. Vielleicht wird mir ihre Anwesenheit auch in dieser Form Frieden bringen. Das hier wäre eigentlich die Paladin-Antwort. Hagrim kümmert sich nicht viel darum, was Dalton tut. Ob es jetzt das Richtige oder das Falsche ist. Ich habe keine Antwort für dich. Obwohl. Nehmen wir mal das untere. Du wirst es nicht gerne hören, doch es wäre das Beste für euch, beide ihre Seele wieder in den Kreislauf zu entlassen. Es zerstören. Er umklammert das Amulett. Aber wo ich sie nach so langer Zeit wieder bei mir habe. Ich kann sie nicht erneut verlieren. Es würde mir reichen, sie in meiner Nähe zu haben. Wie dem auch sei, es ist nun deine Wahl. Dalton nimmt es und berührt den stahltroten Edelstein. Das wird für meine verbleibende Zeit ausreichen, wie lange sie auch sein mag.
sie in meiner Nähe zu haben, in meinen Träumen zu besuchen, unsere Erinnerung gemeinsam noch einmal zu erleben. Bitte nimm das, erreich dir die Keule. Sie stammt aus meiner Zeit als Abenteurer. Ich muss endlich loslassen. Yay, wir haben unseren Ruf bei Trutzbucht verbessert. Und wir haben einen Gegenstand erhalten. Wir haben schon wieder kleines Abenteuer hinzugefügt. Die Quest läuft in einem Tag ab. Belohnung 5% Erfahrung läuft ab in 25 Runden. Dauer eine Runde anweisen. Ah, wir können jetzt Sagani auf eine Mission schicken. Ja, warum nicht? Jetzt ist Sagani für eine Runde lang weg. Auch gut. Dabei ist unser dabei ist das hier noch gar nicht fertiggestellt. Sure. Danke sehr. Meine Rowena und ich haben endlich Frieden. So, das heißt, dem seine Quest ist auch abgeschlossen. Vermisste Wache, die Vergessenen. Die Parabel vom Veil. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken, wir schlafen jetzt eine Runde. Also gehen drüben in das Gebäude hier, schlafen. Einmal, was wir bitter nötig haben. Mal wieder. Wir sind nämlich schon eine ganze Weile wieder unterwegs. Und dann, ja, dann gehen wir wahrscheinlich in den Erbhügel. Das wird die beste Idee sein. Welcome. Hast du ein Zimmer für mich? Ja. Der Gemeinschaftsraum dürfte reichen. So. Alle wieder fit. Bei dir halten die Segen wirklich verdammt lange. Gut. Ja gut, dann schließend machen wir den Erbhügel mal. Mich interessiert es eh, wie es da aussieht. Und dann können wir ja, wenn Sagadi wieder da ist, mit ihr die Stadt verlassen. So those feathers, that's a blessing of Helia? So they say. Well, that's lucky. Where I'm from, we see a feathered lady. We start worrying maybe her dad got frisky with his hens. I guess you can always trust a farm boy's head to go there first. Tja, Edda. Solche Fragen stellt man nicht, vor allem einer Dame gegenüber. Du hältst hier immer noch Predigten, oder? Ja, und die Leute hier... Was bist du für einer? Ja, du bist nur ein Gemeiner. Also ein einfacher Bürger. So, das heißt, ab in den Erbhügel. Der sieht ja schon ein bisschen düster aus auf dem Bild. Dann nochmal ins Geschenk nach der einen Frau suchen, wegen dem Bericht. Und dann geben wir beides in der Festung ab. Dadurch dürften wir nochmal Reputation kriegen. In Trutzbucht. Weil sie sind immer noch
So. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Bezirk niederbrennen. Wir haben dort schon so viele Verluste gehabt. Good day to you. Wie ich sehe, hat der Gestank dich noch nicht verjagt. Villa schickt mich und untersucht das Verschwinden der Wachen. Ah, sie hat dich angekündigt. Die Wache musste dich von oben bis unten und zu zerstören. Ich hatte erwartet, dass sie ein ganzes Geschwader Justizare schickt. Nicht, dass ich mich freiwillig melden würde, versteht sich. Ich lasse das Tor sofort öffnen, aber sei vorsichtig. Ich fürchte, wir können niemanden schicken, um dich zu retten, wenn etwas passiert. Hast du eine Ahnung, was mit den anderen Wachen geschehen sein könnte?